Also, jetzt damit, warte mal kurz. Damit du was gegen die Panzer ausrichten kannst, nimm nochmal Pionier. Gut. So, dann haben wir dann so weit. Ja, jetzt musst du nur einen Spawnpunkt wählen. Da kannst du nicht mehr spawnen. Du könntest auch direkt im Tank spawnen. Du nimmst dir so einen von den kleinen Fahrzeugen hier. Dein Entscheidung. Du willst jetzt wirklich bei dem wegfahren, der mit in der Luft, im Luftabwehrpanzer am Spawn rumsteht. So. Nein. Nein, warte, warte auf mich, Bro, warte. Tja, ärgerlich. Also. Bro, warte auf mich. Warte auf mich, ich will mitfahren. Warte! Das fällt in den Fall. XDD1322. Kann man während der Fahrt einfach so über das. Elektronische Systeme wurden angegriffen. Achtung, Bro, gib Gas. Wir sind im geschossenen Panzer ein. Ja! Reparier. Nee, hast du das geklärt, Wilson? Das ist ein Soldat hinter dem. Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Westlich deiner Position. Okay, du kannst am besten gegen den Soldat vorgehen. Du hast das in die. Du hast den eliminiert. Du hast den Assassin 147 getötet. Wow, ich hab den Assassin. Ja, und das war auch noch ein Assassine. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer. Endlich deine aktuellen Stellung. Das ist ein Jet. Feindlicher. Wenn du spottest, also auf einen raufpasst und dann spottest, und der rot markiert wird, dann ist es auf jeden Fall Feind. Jetzt wird hier auch geschossen. Könnte ich die Wahl gerade zu verschieben? Ich wurde gerade neutralisiert. Bist im Doppelzoom, bist im Zoom. Fahrzeug zerstört, das ist ein Fahrzeug zerstört. Schön. Achso, ich dachte, unser Fahrzeug wird zerstört. Nein, da steht ein Fahrzeug zerstört drauf. Achso. Ja, okay. Kannst du eigentlich schon reparieren? Weiß ich. Steck mal aus. Doch, 4. Reparieren. Oh, du reparierst, während der Panzer geschossen wird. Gut. Du kriegst fürs Reparieren Punkte. Das ist sehr schön für dich. Der Panzer ist voll. Gut. Du hast Potenzial. Ach, Feind. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Golf. Hat dein Kollege da besser gesehen? Ja, ja, der Typ, der wollte wahrscheinlich C4 anbringen, um euch zu sprengen. Da ist noch kein Kraut gegen gewachsen. C4? Ja, wenn du zwei Ladungen C4 zerstören, einen. Wow. Ein Panzer, wie den hier. Wir haben Einsatz, die Charlie verloren. Keine Sorge. Ach, auf die Distanz wirst du nicht. Aber ich will nicht mehr rumsitzen. Ich kann spotten. Ich guck dich die Weg und spotte. Das ist wertvoll, glaub mir. Immer spotten. Tust du? Schön, du hast den Assassin nochmal getötet. Der Typ wird dich hassen, du bist sein Dummy. Ha! Boah, das könnte ein Ronny geben. Das ist ein Insider-Witz. Leider versteht das keiner außer uns, weil das ja die vorherige Runde nicht aufgenommen wurde. Ja, genau, Vater. Kein Problem. Nein, das ist das. Lagerhaus, das ist der Einsatzziel F. Achtung! Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Der Panzer hat weiter. Der Panzer ist voll. Das siehst du unten an der 93% Anzeige unter eurem Namen. Rechts. Ja. Das ist der Leben, das ist das Leben des Panzers. Einsatzziel Foxtrot ist jetzt unter unserer Kontrolle. Zustand. So voll, also zwei Leute sind der Panzer schon los. Ja, vor allem. Oh, das ist fies. Du kannst weiter nach unten zielen. Wie weit kommst du runter? Wie weit kommst du runter? Nee, wirklich. So weit kann der Fahrer des Panzers nicht zielen. Ja, der Fahrer des Panzers ist ein Teil. Ja, aber wenn ein Soldat so nah kommt, dass der nicht mehr darauf zielen kann, dann kann der da machen, was er will. Der kann C4 anbringen, dann kann sich dem Geschütz eine Chance nehmen. Nein, nein, der macht keine Fahrt, keinen Schaden bei Gepanzer. Also lieber keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin einfach gegen den Lebens.
Ja, und gegen Infanterie. Infanterie ist dein Gebiet. Nur beide fahren. Oh, ihr wollt zu D, R zu C. Oder? Oh. Du musst mir sagen, dass jemand hier ist. Hinter ist sowjetischer Panzer. Oh, das ist kein Panzer. Nicht den! Ich schätze nicht auf den Soldaten! Der Soldaten, der ausgesprochen liegen ist. Da. Gut, ihr seid sowieso aus der Sicht, aber um den musst du dich kümmern, nicht um das unbemannte Fahrzeug. Okay, okay, ihr habt krassen Schaden erlitten. Anscheinend ist du in deiner Position feindlicher Panzer. Ich sehe es auch nicht. Ich bin nicht, ist er nicht, aber... Oh, ich empfehle dir aufsteigen. RPG, der hat ein RPG 7. Ja, okay, da kam noch ein anderer Panzer. Das ja, war's. Ich meine, und wenn, das ist der stärkste Raketenwerfer im Spiel. Also schade. Den du so graben kannst. Es gibt bestimmt noch einen härteren, den du aufheben kannst. Oh, ich würde dir empfehlen, spawn direkt im Panzer. Nicht da. Da kannst du bei C, bei CM machen. Da, direkt auf den Panzer klicken. Nee, auf das. Ja. So. Dein Team verliert, aber es läuft gar nicht so beschissen für dich, wie ich erwartet habe. Oh, fahr am besten zu. Ich würde zu F sagen und das wird gerade vom Feind erobert. Einfach der Straße folgen. Nicht zu G, der Straße folgen. Da kommt ein freundlicher Panzer. Es kommen zwei. Du hast hier auch noch, du hast auch noch eins zwischen C und F. Und einen östlich von C. Oh, das, so sieht das aus, wenn ein Sniper, oh. Ist der böse? Ja, wenn er nicht grün angezeigt wird, geh aus dem Zoom raus. Nee, der nimmt sich der mal nicht. Oh, doch nicht. Junge. Nicht dumm auszusteigen, aber trotzdem. Ja, da war die Explosionsrate. Schade, 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 schade. Nee, aber ich hätte erwartet, dass es für dich beschissener läuft. Hätte ich übrigens auch. Ich bin weiter Pionier, das war nicht ganz so. Nee, wirklich, so sieht's aus. Ein feindliches Fahrzeug. Ich sag jetzt mal anvisiert ist. Ferngelenkte Raketen könnten dann direkt. Werden dann direkt dahin da gezogen. Ich bewege den Panzer. Willst du denn den Panzer supporten? Ja, ich fand das eigentlich ganz gut. Beifahrer drin zu sein. Hm. Auch eigentlich gar nicht so übel. Da ist wohl ein heiliger Soldat bei dem Posten. Auf dem Panzer lass dich deinen Kollegen konzentrieren oder steig aus und reparier. Das will ich hinter dem Panzer reparieren. Okay, dein Kollege hat hier anscheinend den Panzer zerstört. Aber die Leute sind ausgestiegen. Ja, aber ich reparieren trotzdem. Das solltest du auch. Aber du sollst was hinter ihm stehen, sonst wirst du zerstört. Das hinter ihm stehen bleiben. Ach, du bist jetzt der Fahrer. Der Typ ist, der Panzer ist unbemannt. Nicht da, rechts, oben, da, ja, genau da. Jetzt noch ein Stück weiter hochschießen und steig aus oder lauf weg, steig aus, egal was. Nur geh weg vom Panzer, der wird explodieren jeden Moment. Das war jetzt episch. Rechts von dir. Irgendwo da. Oh. Der Heli. Der wäre auch noch zwei Kugeln weg gewesen, aber... Ja, da hat er mich noch erwischt. Da hat er dich erwischt. Aber der Witz ist, du hättest nichts dagegen tun können. Oh, das wäre der Assassin. Seine Rache. Ja, okay. Warte. Oh, da steckt einer mit dem Heli auf. Dann ist jemand ganz... So, du hast einen dickeren Panzer, das darfst du nicht in die Luft abwehren. Lass den nur. Der hat wahrscheinlich gerade einen Heli-Piloten ausgeschaltet, was weiß ich. Der Typ ist die Luftabwehr und das da oben, was da fliegt, ist ein Kampfjet. Richtig viel. Den triffst du so nicht ein. Nicht so hätte ich den jetzt getroffen, ne? Das wäre episch gewesen. Das wäre episch gewesen. Ich repariere das schon für dich. Und die Runde ist vorbei.
verloren, aber es lief nicht so besser, als ich erwartet hatte. Aber wenn ich mal meine erste Runde gewinne, das wäre schon geil. Ja, gut. Dann gucken wir mal, wie du auch gewinnen hast, ja? Wahrscheinlich, scheiße. Wir werden sehen, ja? Oh, 1549 Punkte für den Kampfpanzer gekriegt. Gut. Habe ich jetzt ein Level ab? Ja, du bist jetzt Rang 1. Wow, ich bin nicht mal Rang 0. Gut. Aber 2-1. Boah, ich war nicht scheiße. Du warst nicht letzter in deinem Team. Das muss man erwähnen. Das muss man erwähnen. Nein. Ja, das muss man erwähnen. Aber wirklich selbst der letzte Abmerke, das hast du. Scheiße. Na dann, das war's dann für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.